Einen wunderschönen guten Tag und damit herzlich willkommen zu einem neuen Bauprojekt in Jurassic World Evolution. Und ihr könnt schon unschwer am Hintergrund erkennen, dass wir heute einen Aqua- bzw. Wasserpark bauen möchten. Und ja, der Park wird wie gesagt unter dem Motto Wasser stehen und es regnet gerade auch, das passt ja ganz gut. Und ich habe hier schon mal den ganzen Park vorbereitet, etwas. Und zwar ist der Eingang hier noch auf so einer Erhöhung. Aber der Rest ist alles auf einem etwas niedrigeren Niveau und dort befindet sich Wasser. Und ihr seht schon, die Ränder sind alle so ein bisschen abgeschrägt, dass es schräg nach unten geht. Das geht auch leider nicht anders. Also man kann hier nicht näher an den Rand oder sowas. Und dadurch geht leider sehr, sehr viel Parkfläche verloren. Also ihr könnt euch schon mal ausrechnen. Es geht überall, ihr seht das hier, überall so ein bisschen verloren. Und dadurch wird der ganze Platz hier noch etwas kleiner. Und ich glaube, wir werden allgemein sehr viele Schwierigkeiten, was den Platz angeht, hier bekommen auf diesen in diesem Parkszenario, sage ich mal. Aber wir wollen mal gucken. Wir werden das Beste draus machen und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Los geht das Ganze und ich habe mir auch natürlich was für den Anfang überlegt. Und zwar möchte ich natürlich erstmal hier einen Weg abbauen. Ich habe schon überlegt, machen wir es mit grauen Wegen, machen wir es wieder mit diesen beigen Wegen. Aber wenn ich ehrlich bin, können wir mal eben einmal als Vergleich die beiden Wege nebeneinander machen. So, ich glaube, wenn ich ehrlich bin, bevorzuge ich natürlich wieder die, ja, beigen Wege. Sehen irgendwie ein bisschen schicker aus, oder? Ja, definitiv. Und mehr Auswahl haben wir ja leider nicht, was sehr, sehr schade ist. Also selbst hier ist sogar die Auswahl bei den Wegen, ist die Auswahl sehr begrenzt bei Jurassic World Evolution. Aber mal gucken. Ich habe mir auf jeden Fall schon was überlegt, was ich gerne am Eingang machen würde. Aber wie ich das genau mache, habe ich mir noch nicht überlegt. Allerdings können wir jetzt erstmal anfangen, hier mit dem Landschaftstool ein wenig das Ganze noch mehr zu erhöhen. Warum ich das Ganze mache, werdet ihr gleich erfahren. Das Problem ist immer tatsächlich, wenn man mit Erhöhungen arbeitet, dass man einfach super viel Platzverlust hat. Man kann halt keine Klippen oder sowas bauen. Man muss immer so eine schräge nach unten bauen und dadurch seht ihr ja, wenn ich hier oben was bauen möchte, habe ich immer diese Fläche, die so schräg runter geht, die geht auch verloren. Leider, leider. Und ich glaube auch, dass Platz das größte Problem sein wird hier in unserem Aquapark. Ich habe jetzt hier das Land ein bisschen bearbeitet, wie ihr seht. Und wir müssen mal schauen, das sieht jetzt erstmal aus wie so ein blöder Klumpen nur, aber ihr werdet schon erfahren bzw. sehen, was ich vorhabe. Ich bin auch mal gespannt, ob das gut aussehen wird oder nicht. Wir müssen auch mal gucken, was wir ansonsten noch hier unterbringen. Das Problem ist halt, man will ja bei einem Aquapark möglichst viel Wasser lassen. Und ihr seht schon, wie viel Wasser hier einfach verloren gegangen ist. Wobei ich das mit dieser Bucht hier, mit dieser kleinen, gar nicht so schlecht finde, muss ich sagen. Wenn wir hier noch ein bisschen den Fluss ein bisschen größer machen. Mal schauen. Wir müssen jetzt ganz viel mit dem Landschaftstool erstmal arbeiten. Sollte aber eigentlich kein Problem darstellen. Das Glätten-Tool ist immer sehr, sehr wichtig, damit das alles etwas natürlicher und nicht so kantig wirkt. Ist echt super schade, dass man keine Klippen oder so machen könnte. Das könnte ich sehr gut gebrauchen hier. So, wir machen mal erstmal so. Und dann müssen wir jetzt hier im Prinzip noch den Weg hier hochführen. Die Frage ist, wie mache ich das jetzt? Führe ich den Weg hier erstmal weiter? Führe den dann so ab? Ich glaube, so mache ich das. Ich überlege gerade, ob wir das nicht wieder so machen wie in unserem anderen Park. Da, wo es hochgeht, etwas enger die Wege. Ich glaube, das wäre aber zu klein. Könnte natürlich auch wieder... Wir sollten erstmal das platzieren, was ich vorhab. Sonst wird das alles hinten und vorne nicht klappen, denke ich mal. Ich habe nämlich vor, warum ich hier diese Erhöhung baue. Ich würde ganz gerne zwei Aussichtstürme hier machen, über die man dann den gesamten Park als Überblick sozusagen hat. Man kommt in den Park rein und kann man erstmal auf so eine Plattform gehen, wo man dann Übersicht über den gesamten Park hat, was ich, glaube ich, sehr cool finden würde. Müssen wir jetzt mal gucken, dass wir die vernünftig platzieren hier. Das Land wird sich hier gleich eh nochmal alles ändern und anheben. Ich schaue jetzt einfach mal, dass mir das von der Blickrichtung her gut gefällt. So und so. Okay, das sollte
seinen Zweck erfüllen. Und jetzt müssen wir gucken. Ich würde sagen, wir fangen sogar hier oben an. Mit den Wegen. Wieder eine große Plattform und einen großen Platz zu bauen. Das kennt ihr ja schon. Bevor ich jetzt hier den Platz baue, mache ich erstmal so eine Verbindungsmauer, würde ich sagen, zwischen diesen beiden. Ich glaube, die mache ich aus Beton mal. Oh, so abgerundet, wieso nicht? Sieht ganz cool aus. Ja, gefällt mir. Und jetzt fangen wir an mit den Wegen. So, die Wegfläche habe ich soweit fertig. Gefällt mir ganz gut. Vielleicht müssen wir hier gleich noch was machen und natürlich nach links noch. Aber ich würde sagen, wir ziehen jetzt erstmal hier noch einen Zaun. Entweder nehmen wir den kleinen. Ich glaube, wir nehmen den großen, weil hier haben wir auch die Betonmauer. Aber ich möchte hier definitiv keinen geschlossenen Zaun machen. Und die Leute sollen ja auch so durchgucken können. Sieht ja gar nicht mal so schlecht aus hier. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier gut um die Kurve kommen, dass das vernünftig aussieht. Und dann müssen wir eigentlich nur noch... Das ist ja schon gerade hier, ne? Ja. Noch nicht ganz. Müssen wir mal schauen, dass wir das hier vernünftig hinkriegen. Aber das passt eigentlich. So, und dann hier noch die Schwingungen hinkriegen mit dem Zaun. So. Ah, das sieht doch schon ganz gut aus. Sehr schön. Also man kann, glaube ich, schon verstehen, was ich vorhabe, oder? Also man kann dann halt hier den gesamten Park überblicken. Was, glaube ich, eine sehr, sehr coole Sache ist, wenn man so in den Parkeingang geht. Und dann hat man erstmal so eine Beobachtungsstation oder zwei Türme, wo man dann über den ganzen Park schauen kann. Das wird später wahrscheinlich sehr, sehr cool aussehen. Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Und jetzt müssen wir natürlich hier erstmal eine Wegverbindung schaffen, die auch einigermaßen vernünftig aussieht. Es fängt schon wieder an zu regnen, aber das soll uns nicht weiter stören. Wir könnten im Prinzip das so machen. Ich denke, das wird ganz cool aussehen, wenn das so geschwungen ist. Natürlich machen wir hier den Doppelweg. Am besten so, dass der nach unten hin etwas enger wird. So. Das müssen wir jetzt natürlich noch ausfüllen in der Mitte. Na komm. Und es wird schon dunkel, oder liegt das jetzt am... Ich glaube, das liegt am Wetter. Mich auch wundern, weil ich habe den Tag-Nacht-Zyklus auf 2 Stunden gestellt. So, ich glaube, das sieht ganz cool aus, oder? Hier müssen wir dann logischerweise wieder mit Bäumen und sowas arbeiten. Da bleibt uns gar nichts anderes übrig. Aber ich mache mir echt Sorge um den Platz hier. Eieiei, weil das nimmt schon so viel Platz ein. Naja, da müssen wir gleich mal gucken, wie wir das machen. Ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit so platzsparend bauen. Gerade im Eingangsbereich, nicht? So, wie machen wir das hier? Im Prinzip könnte ich einfach so machen. Fülle dann diese Fläche gleich wieder mit Weg, logischerweise. Und mache dann noch den Zaun ungefähr bis zu der gleichen Höhe. So. Sehr schön. Und ab hier machen wir dann den kleinen Zaun. Und der ist dann sozusagen das Geländer für den Weg, der dann nach oben führt. So. Baukosten verbaut, ja super. Vielleicht ein bisschen mehr Abstand halten. Ich glaube, das liegt jetzt schon an dem Einrastpunkt, den ich oben gemacht habe. So ein Mist. Aber sowas ist immer Fummelarbeit. Zumindest, wenn man es vernünftig nah am Weg haben möchte. Lasse ich ein bisschen mehr Abstand, jetzt sollte das auch klappen, oder? Ja, das sieht gut aus. So, genau. Dann führt hier der Zaun hoch. Hier mache ich jetzt auch noch den Zaun fertig. Eben. Damit habe ich das Ganze fertig, wie ihr seht. Ich habe hier den Zaun fertig gemacht. Hier oben das Stück Fläche fertig gemacht. Und ich finde, das sieht doch ganz ansehnlich aus. Also kann sich auf jeden Fall sehen lassen, oder? Also ich finde das ganz in Ordnung schon mal. Ich habe echt nur Angst, dass es hier platztechnisch hinten und vorne nicht aufgeht. Weil wir müssen auf jeden Fall hier hinten noch unterbringen. Ein paar Fressbuden für die Gäste. Und auf jeden Fall eine Einschienenbahnstation. Weil wir werden auf jeden Fall mit einer Einschienenbahn von Insel zu Insel sozusagen fahren. Und auf diesen einzelnen Inseln werden dann die einzelnen Gehege, Dinosaurier und so weiter sein. Und das wird natürlich platztechnisch super, super schwer. Wir können auch auf jeden Fall nicht alle Inseln
vom Höheniveau her so machen wie hier. Weil, wie gesagt, wenn man etwas erhöht, da geht einfach zu viel Platz verloren. Wir müssen deswegen viele Inseln einfach auf dem normalen Niveau machen. Das heißt, so wird dann eine Insel sein. Also nicht alle Inseln, aber einige. Aber ihr seht schon, wenn man hier zum Beispiel was auf einer Insel hat, da kann man von diesen Türmen auf jeden Fall sehr, sehr gut darauf schauen. Auch von der Ferne. Also das wird definitiv sehr, sehr cool werden, denke ich mal. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen jetzt erstmal hier weitermachen. Ich würde sagen, wir bringen jetzt erstmal hier die Sachen unter, die wir im Endeffekt dann auch dringendst brauchen hier. Und das ist natürlich, am wichtigsten ist natürlich die Einschienenbahnstation. Deswegen würde ich fast sagen, dass wir die gleich schon unterbringen. Die Frage ist nur, wie machen wir das? Also das hier, diese Bucht ist, finde ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Das hat sich jetzt durch Zufall ergeben. Allerdings muss dann hier der Durchgang etwas breiter sein. Könnte natürlich auch so machen. Hier kann natürlich auch noch einiges an Berge weg. Müssen wir erstmal jetzt hier den Boden senken. Wir müssen nur aufpassen, dass unser Weg nicht betroffen ist. Oh, das passt soweit. Sehr schön. Glätten können wir das Ganze natürlich gleich noch, aber wir machen jetzt erstmal Wasser hier hin. Soweit es geht. Schauen da mal. Ja, das sieht doch schon ganz nett aus. Und dann glätten wir das Ganze hier noch ein wenig. So, so. Auch hier ein wenig glätten. Ah, ihr seht schon, sobald ich hier anfange zu glätten, kommt wieder ein bisschen mehr Land unten dazu, aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Wir müssen jetzt auch nicht so doll auf den Platz achten. Wir könnten rein theoretisch auch den Weg hier einfach nur bis hier führen. Und dann sozusagen... Ja, die Frage ist, wo machen wir die Einschienenbahn hin und wo machen wir die Restaurants und sowas hin? Weil viel Platz ist hier nicht, wie ihr seht. Wir könnten ja rein theoretisch mal anfangen, einfach Restaurants zu platzieren. Zumindest die wichtigsten Sachen sollen hier hin. Ein Restaurant. Man könnte auch, könnten eventuell auch das so machen, dass wir Restaurants hier und hier zum Beispiel hinmachen. Und dann auch hier so einen schrägen Platz machen. Das können wir mal eben ausprobieren, wie das aussieht. Kann ich mir gerade noch nicht so vorstellen, muss ich sagen. Ja, wir erhöhen mal eben hier das Land. Welcome to Jurassic World. So, ein Restaurant auf jeden Fall. Macht das jetzt einfach mal nach Gefühl. So, das Restaurant und dann die Bar. Mal schon mal Essen, Trinken am Start auf jeden Fall. Kann ja nicht schaden. Soll ich es mal so machen? Ich habe das Ganze jetzt mal hier untergebracht. Aber ich habe hier den Weg in der Mitte noch freigelassen, weil ich frage mich gerade, ob es nicht mal möglich wäre, dass wir hier so ein kleines Wasserbecken, sowas wie ein... Ja, wie nennt man das? So ein Brunnen, Springbrunnen oder sowas hier bauen können. Also so eine Art. Natürlich kann man keinen richtigen Springbrunnen bauen. Aber wir müssen natürlich mit den Mitteln arbeiten, die uns gegeben sind. Und das ist nun mal sehr minimalistisch. Ich frage mich gerade, ob man jetzt gleich hier zum Beispiel Wasser reinmachen könnte in die Fläche. Ich fülle mal eben hier die Seite aus. So. Der Weg ausgefüllt. Wir gucken jetzt mal, ob da Wasser reingeht. Ich bin sehr gespannt. Wahrscheinlich nicht. Nee, schade. Schade, schade. Vielleicht liegt das aber auch daran, dass auf diese Höhe einfach kein Wasser geht. Nee, eigentlich geht hier Wasser hin. Schade. Und ihr wisst, was ich meine, ne? Dass ich hier einfach so ein bisschen Wasser reinmache. Vielleicht können wir ja dafür ein paar Büsche und Bäume da reinmachen. Wahrscheinlich geht das auch nicht. Ein paar Büsche gehen. Aber das sieht jetzt irgendwie nicht sonderlich geil aus, oder? Ich weiß nicht. Können wir eben gucken. Wir machen mal eben den Weg zu Ende. Und dann schauen wir uns das mal an. Und tatsächlich sinken auch die FPS enorm, wenn man viele solche Wegflächen hat. Das habe ich in meinem anderen Park gemerkt. Ich meine, ich hatte immer noch über 50 FPS, aber normalerweise habe ich hier viel, viel mehr FPS. Und ja, keine Ahnung, sieht halt jetzt komisch aus. Ist zum einen nicht mittig und zum anderen macht es nicht wirklich Sinn. Ich frage mich gerade, wie das wäre, wenn die Fläche größer ist. Das können wir auch mal eben ausprobieren. So, meine Freunde, ich glaube, ich habe jetzt hier eine einigermaßen
schicke Lösung hier hinbekommen. Also ich finde es eigentlich ganz schick hier, so mit den kleinen Beet. Wir müssen natürlich hier die Lücken noch wegmachen. Aber so jetzt vom Platz her sieht das, glaube ich, schon ganz nice aus. Müssen wir mal eben hier noch die Wege dicht machen. Und dann kann man mal das Endergebnis sehen. War jetzt wirklich ein bisschen Fummelarbeit, aber ich glaube, ich bin jetzt zufrieden. Ist leider ein bisschen schade, dass man nur so wenig Wasser machen kann, aber immerhin hat man mal so ein anderes Deko-Element hier. Ist natürlich jetzt auch nicht gerade platzsparend, aber gut. Ist mir gerade in den Sinn gekommen und glaube, ich bin damit zufrieden. Na, was meint ihr? Kann man doch machen, oder? Also ich finde, das geht klar. Hier hinten machen wir natürlich überall noch Bäume und so hin. Das geht leider gar nicht anders. Aber ich finde, das sieht schon ganz schnieker aus. Also ein Restaurant haben wir, eine Bar haben wir. Müssen wir auf diese Seite noch irgendwas packen? Das ist jetzt die große Frage. Eventuell könnten wir ja hier die Einschienenbahn machen. Oh, die ist sehr, sehr groß. Eieieiei. Ich weiß auch nicht, ob es Sinn macht, die von dieser Seite her abzuleiten. Wahrscheinlich eher nicht. Wie wäre das denn, wenn wir die hier hinter noch machen? Wir könnten die sogar recht dicht dran hier machen. Wir probieren das mal aus. Na, da geht natürlich unsere schöne Bucht bei Flöten. Aber gut. Es wird hier ja sowieso platztechnisch alles nicht ganz so einfach. Aber so, rein optisch gefällt mir das schon ganz gut, muss ich sagen. Also hier die Türme, hier so Restaurants und so. Dann hier Bäume machen wir natürlich überall noch rumherum. Jetzt müssen wir halt schauen, wie das hier mit dem Weg dann ist. Das wird nämlich auch nochmal sehr, sehr schwierig. Rein theoretisch müssten wir auch wieder das Land erhöhen und dann geht wahrscheinlich der Rest von unserem Wasser hier auch noch flöten und das wäre echt schade. Boah, es regnet draußen gerade mega. Ich hoffe, das hört man nicht so doll in der Aufnahme. Unwetter ist auf jeden Fall am Start. So. Okay. Strecke unvollständig. Ja, das ist mir bewusst. Hätte ich vielleicht noch ein bisschen schräg machen müssen hier so am Anfang. Das wäre, glaube ich, gut gewesen. Das machen wir mal eben. Das gefällt mir schon ganz gut. Und dann können wir eventuell den Weg hier unten durchführen. Durch die Säulen. Was ja an sich auch nice wäre. Und der Hauptweg, der soll dann hier lang gehen. Und dann hier durch die Säulen durch, genau. Ah, das ist schön. Und im Endeffekt so. Na, hier müssen wir gleich noch ein bisschen begradigen. Na, falsche Richtung. So. So ein bisschen Wasser ist sogar noch hier geblieben. Das finde ich ganz nice. Ich glaube, das finde ich schon ganz cool. Muss ich sagen. Machen wir mal eben den Weg hier wieder an den Start. So. Und so. Dann reparieren wir hier den Zaun. Das war, glaube ich, der kleine Zaun. Ja, es ist schon sehr, sehr groß geworden, aber... So ist das halt. Können wir leider nicht ändern. Und wirklich viel haben wir hier gar nicht untergebracht. Nur ein Restaurant, eine Bar, zwei Aussichtstürme und diesen Ausguck. Na, wir schauen mal. Mit Bäumchen wird das am Ende dann, glaube ich, echt viel, viel besser noch aussehen. Ach so, und ich werde dieses Mal gar nicht mit, wie heißen sie denn, Jeeps arbeiten, also mit einer Ranger-Station. Weil Dinosaurierkrankheiten habe ich zum Beispiel ausgestellt. Und wir werden dann alles bei unserem Aquapark auf jeden Fall mit Helikoptern machen. Also mit einem ACU-Zentrum. Weil das macht meiner Meinung nach viel mehr Sinn. Und ich meine, mit einem Helikopter kann man ja auch alles rein theoretisch selber betäuben und so. Also kannst du ja genauso rausschießen wie mit einem Ranger-Jeep. Der Zaun ist soweit gezogen. Und das sieht schon ganz gut aus. Allerdings werden wir hier kaum noch Bäume unterbringen können, was ich... glaube ich, sehr, sehr schade finde. Ihr seht schon, hier wird
kein einziger Baum mehr wachsen. Sehr ärgerlich. Hier können wir noch dicht machen. Ah, das sieht irgendwie... Wir müssen uns hier irgendwas einfallen lassen. Sieht irgendwie komisch aus. Vielleicht können wir da noch eine Mauer zwischenziehen. Ich weiß jetzt nicht, wie das aussehen würde. Das geht auch nicht. Ich frage mich gerade, wie das aussehen würde. Testen das mal. Würde auf jeden Fall besser aussehen. Vielleicht können wir ja die Einschienenbahn ein bisschen noch von dem Restaurant wegmachen. Und dann kann man hier noch eine Mauer ziehen. Schauen wir mal eben. Und zack. Natürlich müssen wir jetzt den Weg und den Zaun wieder anpassen. Aber jetzt haben wir hier diese wunderschöne Mauer und ich glaube, das wird besser aussehen. Allein schon, weil wir hier keine Bäume mehr und so hinmachen können. So, die Strecke hier müssen wir natürlich auch gleich nochmal komplett überarbeiten. Das geht jetzt gar nicht anders. Aber als erstes mache ich mal eben hier den Zaun und den Weg wieder. Das sollte ja auch recht fix jetzt gehen hier. Zack. Eigentlich will ich jetzt hier sogar eine etwas bessere Kurve, aber das geht, glaube ich, gar nicht anders. Ah, das passt schon. Soll uns jetzt nicht weiter stören. Ganz so kleinlich sollen wir dann ja, müssen wir dann ja auch nicht sein. Bin ja schon immer pingelig genug. Und zack. So, haben wir den Weg fertig. Und jetzt haben wir nämlich hier noch so einen kleinen Zaun zwischen. Was schon ein bisschen was hermacht. Ist echt schade, dass wir hier keine Bäume mehr machen können. Hier keine, hier keine. Aber ihr kennt das Spiel ja. Das lässt es leider nicht zu. Aber wir haben das Beste, glaube ich, rausgeholt. Mit der Mauer hier haben wir, glaube ich, nichts falsch gemacht. So, dann schauen wir mal, dass wir das wieder einigermaßen hier so entlang schwingen. So. Und dann so. So geht dann im Endeffekt die Einschienenbahn weg, ungefähr. Ich hoffe, das beeinträchtigt hier nicht zu sehr. Da müssen wir mal schauen, dass wir das vielleicht noch ein bisschen nach... Wobei, man hat noch eine sehr gute Sicht über den See. Wir gucken mal, wo die nächste Insel überhaupt ist, weil vorher brauchen wir die Einschienenbahn ja nicht irgendwo hinführen. Okay, dann würde ich sagen, kleiden wir diese Anfangsinsel doch mal ordentlich mit Bäumen aus. Mal gucken, wo noch was geht. Wir wollen auch jetzt nicht zu sehr übertreiben. Muss ja nicht jede Stelle hart bewaldet sein. Gerade hier bei den Aussichtsdingern versuche ich nur unten ein Bäumchen zu machen. So, das sieht doch schon recht gut aus. Muss man ja mal sagen. Hier können wir auch leider nur Bäume machen. Alles andere macht nicht wirklich Sinn. So, jetzt sieht die erste Insel doch schon ziemlich nice aus, oder? Also gefällt mir schon. Wir machen auf jeden Fall hier noch so ein bisschen Gras überall hin. Das sieht man jetzt ganz schlecht. Aber es ist auch halb so wild hier. Na, hinten können wir auf jeden Fall auch noch ein paar Bäumchen machen. Hier auf dem Berg. Der Baum ist ein bisschen missglückt. Aber ansonsten gefällt mir das, glaube ich, schon ganz gut. Ja, hier ist schade, dass man hier nichts hinmachen kann. Hier geht kein Baum, oder? Nee, leider nicht. Okay, das ist unser Eingangsbereich. Boah, die Sonne blendet. Ich meine, ist jetzt schon viel Platzverschwendung hier, aber was willst du machen, wenn man mal was Besonderes haben will? Wir könnten rein theoretisch auf dieser Seite auch noch einen Laden machen. Vielleicht würde das sogar aussehen. Überleg gerade mal, was könnten wir denn dahin machen? Vielleicht noch einen Souvenirshop. Wir gucken mal, wie das aussieht. Oh nein, er hat das abgesenkt. Das ist nicht gut. Nein, jetzt habe ich meinen Weg kaputt gemacht. Ja, ich mache das mal eben Teile. So, jetzt haben wir den Souvenirshop hier noch untergebracht.
Und dann würde das Ganze rein theoretisch so aussehen. Man kommt hier rein. Ja, sieht man das schlecht, kann die Kamera schlecht so drehen. Aber wir können das mal eben so machen, dann sieht man das besser. Also man kommt hier rein in den Park. Hat dann zur Rechten erstmal Wald und so Visinia Shop. Da oben ist der Mond. Links ein Restaurant und sowas. Kann dann hier durchgehen. Und dann auch so ein bisschen Beleuchtung, Mülleimer. Dann hier links geht's zu der Einschienenbahn. Hier rechts geht's dann hoch zu den zwei Türmen. Und von dort aus hat man dann einen schönen Überblick. Falls euch das Ganze gefallen hat und allgemein dieses neue Projekt der Aquapark gefällt, dann würde ich mich selber ein Like freuen und ihr dürft gerne abonnieren, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Und damit verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Euer Dandy.